2020 war ein gutes Jahr für den Bahnausbau in Nordostbayern. Wir sind mit der Planung doch ganz gute Schritte vorangekommen. Zwischen Nürnberg, Marktredwitz und Schirndingen schließen wir gerade in diesem Moment die Vorplanung ab. Zwischen Regensburg und Marktredwitz haben wir die Grundlagenermittlungen abgeschlossen. Das heißt, jetzt wissen wir, was der Planer dann auch in der Vorplanung tatsächlich untersuchen soll. Die Vergaben dazu sind jetzt auch abgeschlossen. Das heißt, wir können in 2021 da auch richtig durchstarten. Zwischen Hof und Marktredwitz haben wir die Vorplanung ja nochmal überarbeitet. Da kam ja nochmal das Thema Schallschutz neu hinzu. Und auch das Thema zusätzliche Zugzahlen haben wir in die Planung jetzt wieder eingearbeitet, schließen hier die technische Vorplanung ab. Also können jetzt auch mit der Öffentlichkeit und mit den Bürgern tatsächlich auch die konkreten Ergebnisse dieser Vorplanung jetzt diskutieren und werden die auch im Januar schon auch gleich zeigen. Sehr spannend in 2020 war natürlich das Thema Bahnstrom. Das heißt, wir haben uns natürlich auch überlegt, wie bringen wir eigentlich den Strom an die Strecken, die dort elektrifiziert werden sollen. Auch dazu haben wir einen Vorschlag gemacht, haben den Mitte des Jahres in etwa auch dann mit der Region, mit den Bürgerinnen und Bürgern auch diskutiert, haben da viele Hinweise und Vorschläge bekommen, wie wir es vielleicht auch anders machen können. Natürlich auch Kritik und auch Angst und Sorgen wurden dort geäußert und dieses Gesamtpaket haben wir jetzt fertig gemacht und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt auch alle Fragen aus der Öffentlichkeit hier beantwortet haben und freuen uns jetzt natürlich auch auf das nächste Jahr. Highlights 2020, da gibt es natürlich einiges. Unter anderem war klar für mich ein Highlight, dass wir eine ganz neue Mannschaft aufgebaut haben, die die Elektrifizierung zwischen Hof und Obertraubling jetzt betreuen und mittlerweile auch so gut zusammenarbeiten, dass sie auch ganz tolle Ergebnisse schon liefern. Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache gewesen dieses Jahr, dass das so gut funktioniert hat in den Rahmenbedingungen. Ein anderes Highlight, ganz klar, war auch öffentlich gut sichtbar, aber das Thema Bahnstrom. Unser Vorschlag, der da Mitte des Jahres in die Öffentlichkeit ging, ging ja nicht ganz ohne Kontroverse auch ab. Die Diskussion war ja durchaus bunt und vielfältig. Und nicht allen hat es gefallen, was wir da vorgestellt haben. Viele hatten tolle Vorschläge. Und wir haben jetzt all diese Fragen und Sorgen und auch Hinweise aus der Bevölkerung und von der politischen Seite auch nochmal zusammengefasst. Und gemeinsam mit Bürgern und Politik eine Aufgabe formuliert, die jetzt ein Gutachter, den wir auch gemeinsam beauftragen, beantworten wird in der Zukunft. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Man merkt hier einfach auch, dass am Ende alle die Elektrifizierung wollen und das macht natürlich extrem Spaß, auch wenn die Ausprägung, wie dann die Lösung ist, auch unterschiedlich sein kann. Ja klar, Corona war natürlich das Thema in 2020, hat uns alle stark verändert, wie wir zusammenarbeiten. Auch bei uns hier im Team, wo wir früher uns im Besprechungsraum getroffen haben oder zur Mittagspause, waren auf einen Schlag Online-Informationsaustausche gefragt. Und wir haben uns über Videochats unterhalten. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf die Mannschaft. Die hat hier relativ schnell auch den Switch geschafft in die digitale Welt. Und so können wir in Zukunft, denke ich, auch alle Formate nutzen. Ja, Corona hat natürlich auch den Dialog mit der Region verändert. Ursprünglich geplant war ja Anfang des Jahres, dass wir zu Ihnen nach Hause kommen, in die Gemeinden und unsere Planungen zur Franken-Sachsen-Magistrale oder auch zum Bahnstrom mit Ihnen gemeinsam sozusagen von Angesicht zu Angesicht auch besprechen. Mit Corona im Frühjahr ist das auf einen Schlag dann unmöglich geworden und wir mussten sehr schnell neue Wege finden, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und in den Austausch zu kommen. Wir haben uns dann entschieden, digitale Online-Formate zu schaffen, Online-Infotermine zu machen, mit Ihnen gemeinsam die Planung zu besprechen und auch die Chance zu haben, Ihre Hinweise und Anregungen auch aufzunehmen und dann auch direkt zu beantworten. Und vieles davon werden wir natürlich auch in die Zukunft mitnehmen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch, wenn ich dann in Zukunft mal wieder Ihnen direkt in die Augen schauen kann. 2021 wird sicher ähnlich spannend wie 2020. Ich freue mich da auch auf viele Meilensteine, die wir jetzt auch erreichen wollen. Im Januar geht es gleich mit Vollgas los, mit dem Dialog in der Region zwischen Hof und Marktredwitz. Dort haben wir ja unsere Planungen im Teil überarbeitet zum Thema Schallschutz und können hier auch schon konkrete Planungen jetzt auch vorstellen. Und das geht im Januar los.
Dann freue ich mich natürlich auch sehr, dass wir zwischen Marktredwitz und Obertraubling dann die technische Vorplanung starten. Das heißt, mit den Ingenieurbüros auch konkrete Lösungen finden, Varianten uns überlegen und ihnen dann auch im Laufe dieser Vorplanung auch mal zeigen können, wie das dann später auch mal ausschaut, wie die Elektrifizierung und wie der Schallschutz da auch dann aussehen wird. Ich bin sehr gespannt in 21 auch auf das Thema Franken-Sachsen-Magistrale. Hier haben wir die Vorplanung ja abgeschlossen. Hier steht jetzt die Entscheidung aus des Bundes. Wie machen wir weiter? Kommen wir in die nächsten Leistungsphasen? Also planen wir jetzt dann auch die Realisierung dieser Strecke? Ich hoffe da natürlich sehr stark drauf. Wir haben deutliche Zeichen, dass wir den Planungsauftrag zur Metropolenbahn auch erhalten. Also Nürnberg, Schwandorf, Furt im Wald. Würden uns natürlich über diesen Auftrag auch sehr freuen, um dann den gesamten nordostbayerischen Raum auch mit einer Elektrifizierung zu versehen. Ich bin gespannt auf das Gutachten zum Bahnstrom, wo wir auch die Fragen von Ihnen aus der Region ja mit reingepackt haben. Auch die Antworten, die dort von dem Gutachter kommen, auf die sind wir alle total gespannt. Geht's auch anders oder ist unser Vorschlag vielleicht doch der richtige gewesen? Da sind wir wirklich ganz offen und das wären so die Highlights in 21. Ja, Weihnachten 2020 wird sicher auch wieder ganz anders, als man es eigentlich gewöhnt ist. Etwas ruhiger, vielleicht hat es auch einen Vorteil. Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Austausch, auch für die Kritik und die Offenheit uns gegenüber. Ich bedanke mich bei den politischen Vertretern auch fürs Mitwirken, für den Rückenwind. Ich spüre und mein Team auch, dass Sie die Elektrifizierung wollen und dass wir hier was Gutes tun für die Gesellschaft und fürs Klima. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fest, ein paar ruhige, schöne Tage, guten Rutsch und ich freue mich wirklich sehr auf das nächste Jahr.